Liebe Leute, es wird immer finsterer, immer sinisterer und jeder einzelne Schritt, den wir hier tätigen, jeder dieser Schritte führt uns weiter in die Finsternis hinein, hier im Rahmen der dritten Prüfung vom großen legendären Kriegerheld Nelson soll es nun weitergehen in einer neuen Folge von Twinkles, die da was du gesagt hast. So, genau, da geht's weiter. Und zwar kämpfen wir jetzt mit ganz tollen drei bepferdeten Schattenrittern. Ohne Kopf, aber dafür mit Schild. Das ist doch fein, das ist schön. Und jetzt fangen wir mal an, indem wir einfach mal zuschlagen. Kodano schlägt auch. Und zwar mit einem Giga-Break. Und nein, ich stotter nicht. Ich stelle nur nach, mit welcher Spannung und Anspannung und atmosphärische Energie Kodando diesen Angriff hier entfesseln würde. In der synchronisierten Fassung wird es wahrscheinlich auch genauso klingen. So. Denkt ihr auch Kami und wird richtig fuchsteufelswild und macht einen tollen Renke. Den Schatzjäger, komm. Hau ihn raus. Lang nicht mehr gesehen, jetzt ist es aber mal wieder Zeit. Krall dir was Schönes von ihm. Ein Säckchen. Na sowas. Sah doch gut aus. Einfach mal in den Sack geklaut. Einmal rangekrallt und weggerissen. Armer Ritter. Der würde ich auch vom Pferd fallen. So, Kamio 77. Sehr schön. Okay. Als nächstes ein großer Drache. Great Dragon. Und zwar ein starker noch dazu. Ich schlag zu. Und zwar mit einem Ultima Sword. Mal gucken, ob wir kritisch treffen können. Nichts, schade. Er wagt es aber. Boah. Das tat weh. Aber der Hühne ist geschwächt. Und das nutzen wir, indem wir ihn jetzt niederpreschen. 5000 Erfahrung. Boah. Bisschen Drachenpelle noch. Schön. Also, das letzte Stockwerk der finsteren Festung wird das vielleicht sein. Oder das vorletzte oder das vorvorletzte. Wir werden sehen. Wir sind aber schon ganz schön weit oben angekommen. Und hier seht ihr schon, warten nicht nur Ritter auf uns, sondern auch noch weitere Räume. Kami, was machen wir mit dir? Erstmal verfluchst du die beiden Jungs mit deinem Todeszirkel. Kodando, du kannst eigentlich nochmal einen Gearbreak machen. Das Coole ist, dass Greg jetzt wieder plus 2 Angriffswert hat. Wenn er es mal immer hätte, wäre es noch viel besser. Da brauchen wir fast nur zuschlagen, ne? Das reicht schon. Boah. Ja, das reicht echt schon. Wir schlagen einfach drauf ein. Bewährt sich ja die Strategie. Naja, partiell zumindest. Ach komm schon. Jetzt reicht's aber auch wirklich. Nochmal frisch geheilt und dann werden wir wahrscheinlich dort schon die nächste Gefahr erschnüffeln. Können wir weit nach vorne eigentlich? Lass mal den Ritter jetzt einfach da stehen, ne? So, wir drücken mal die Tore auf und sehen, aha. Flugdrachen. Wir können fliegen, aber das mache ich noch nicht. Ich gucke erstmal jetzt hier dann doch, bevor wir weitergehen, ob wir nicht durch das Portal
irgendwo einen Schatz kriegen können. Hier war nämlich eins. Und da möchte ich durch. Führt uns wahrscheinlich auf die andere Seite und von dort dann immer weiter. Oha! Da sind schon die roten Hünen. Die sehen verdammt gefährlich aus. Eine gute Herausforderung für uns. Baldebaran. Oha. Mal gucken, wie dir das gefällt. Ganz gut scheinbar. Giga, 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 Break! Ach, guck mal, die sind doch gar nicht so heftig und hart im Nehmen. Sind schon geschwächt und leicht geblendet. Oha. Oh, immer Kamio, was habt ihr denn gegen den armen Jungen? So, das ging recht fix, das machen wir nochmal. Also gut. Wir wagen es, ihn anzugreifen und dann gibt's unseren bekannten Giga Break. Xenia ist gestürzt. Den knallen wir auch mal weg. Und ihn sowieso. Ja, ist okay. Mach es ruhig. Versuch es, mich zu besiegen. Du wirst es nicht schaffen. Das sag ich dir jetzt schon. Und noch so ein hochgewachsener Rotträger. Kamio! Kamio, bitte, Kamio! Kamio! Bitte, tu es, töte ihn. Bitte, töte ihn. Gib mir diesen Segen, den ich so sehr brauche. Oh, ja. Yeah. Oh, jetzt macht er mich wahrscheinlich noch tot, ne? Das werde ich verhindern mit einem Ultima Sword. Wir haben gerade einen Metallkönig getötet. Verdammte Scheiße. Und da heißt es wirklich, alle Hebel umsetzen, um den Kampf schnell zu beenden und zu gucken, was wir kriegen. 166.082 Punkte. Nicht schlecht. Kurano, Level 77. Also dürfte es jetzt eigentlich fast jeden einen Levelanstieg geben. Für Greg sogar zwei. Also es lohnt sich hier tatsächlich gegen die großen Hühnen zu kämpfen. Denn da kommt manchmal auch ein kleiner Metallschleimkönig, ja? Klein ist gut, aber... Oho, ne? Guckt euch das mal an. Und Roh auch noch. Können wir auch bald mal wieder Punkte verteilen. Ich sehe das gerade. Skill Point. Können wir eigentlich gleich mal machen. Metal Hunter. Über 30 Metallmonster besiegt. Ich hätte gedacht, das wären viel mehr schon. Was ich machen wollte. Doch, ich verteile die mal kurz. Nee, Quatsch. Hier, das. Kurando. Was kann ich dir nur für einen guten Gefallen tun? Hier mal Helden Skills freischalten, ne? Au! Atari, wir kriegen 10 Zusatzpunkte, weil wir den freigelegt haben. Das ist gut. Behoma. Komplett heilen würde das bedeuten. Das ist schön. Haben wir hier eigentlich alles? Hier haben wir fast alles, ne? Ah, guck mal hier. Da steigt man noch mehr, wenn man im Zone-Zustand ist. Das ist gut. Kamio. Ich gucke gerade mal. Boomerang ist ja nicht so geil, ne?
Hier vielleicht ein Schwert oder ein Dolch-Skills vielleicht. Gehen wir mal hier unten weiter. Hier Angriffskraft. Und hier. Vampire Edge. Da saugt er die Energie von den Gegnern ab. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt hier nochmal die Boomerang-Fertigkeiten nochmal ein wenig aufpimpen. Können wir ihn also gleich auch mal irgendwann vielleicht mal mit dem Boomerang ins Feld schicken. Wenn er die Skills dann noch alle entfesselt hat. Veronica! Melagaya. Jetzt wird's magisch. Die ganzen Zauberskills wollen wir natürlich jetzt hochtreiben. Und können jetzt auch den da entfesseln. Und Gott sei Dank haben wir einen Treffer. 10 Zusatzpunkte. So. Io Grande wäre das. Dafür sparen wir die Punkte auf. 5 brauchen wir noch. Xenia. Halt, haben wir denn alle Lanzensachen? Da fehlt uns einer. Wagimucho. Ist das der ja, ne? Ach, guck mal. Haben wir 30 Stück freigeschaltet haben. Schön, schön. Hier lernen wir einfach mal ein bisschen noch ihre Fertigkeit nach. Da brauchen wir mehr Punkte. Vielleicht sollten wir dann hier in die Richtung des Stabes noch ein wenig gehen. Da fehlen uns die Punkte. Also lassen wir es. Shilbia ist dran. Da haben wir jetzt einiges Neues, weil wir den Weg des Ritters freigeschaltet haben. So. Und das macht ihn schon mal zu einem ganz anderen Charakter wiederum. Lady First zum Beispiel. Das sind heldenhafte Ritterskills. Neue Auszeichnung. Und hier. Justice. Mit der Kraft der Gerechtigkeit fügen wir Schaden zu. Das klingt gut. Darauf sparen wir. Martina. Muss mal gucken. Krallenskills nicht. Wir sind ja auch hier bei der Lanze. Müssen wir da unten doch runtergehen. Mal gucken, wie wir weiterkommen. So. Damit kommen wir leichter in den Zone-Zustand. Und dann gehen wir hier doch mal bei der Kralle immer weiter gen Süden, sage ich mal. Um auch hier die Hauptpanels freizuschalten. Und dann kommt auch der gute Ro nochmal. Erstmal hier oben noch. Die MPs hier noch ein bisschen hochpowern. Erweiterter Sohnzustand, das ist gut. Das klingt auch sehr schön. Dolmadon. Unbedingt. Und hier geht es jetzt in Richtung Stab. Er trägt ja die ganze Zeit einen Stab, deshalb sollten wir hier vielleicht doch noch ein bisschen mehr Power geben. Nochmal 14 für. Also ist das vorerst dann der Pfad, den wir gehen, und er kriegt jetzt hier Weisheit und Fähigkeit. Eine Auszeichnung. Damit haben wir bis auf Greg fast alle schon ausgeteilt hier, ne? So, Sotin Mazan. Also sind alles Axtfertigkeiten, ne? Wir haben auch gleich das Großschwert schon fertig, ne? Ja. Hier unten müssen wir aber noch mal ein bisschen seine Schutzfertigkeit erhöhen. Regeneration und einfach nur er als Schild des Helden, ne? Ein Teil seiner HP gibt er so seinen Kollegen, das ist auch schön. Und dann legen wir das hier auch noch frei. So, Niodachi. Kann er großen Schaden machen. Müssen wir aber erstmal noch ein paar Punkte für haben. Deshalb lassen wir es. Wir haben gut verteilt und können weitergehen. Halt. Und zwar durch diese Tür. Das finstere Tor stoßen wir auf. Und gucken, was sich dahinter verbirgt. Bin gespannt. Eine Ladezeit, das steht fest.
Und eine Kiste. Hoffentlich keine Mimik. Eine Schleimkrone. Hat man glaube ich schon, ne? Ach, das ist glaube ich nur ein Gegenstand, den wir auch zum Schmieden benutzen können. Aber wir nehmen alles mit. Vor allem die Kämpfe gegen diese großgewachsenen roten Fürsten. Weil die Hoffnung ja zuletzt jetzt stirbt, dass wir nicht vielleicht doch noch einen coolen Schleimkönig noch kriegen. Okay, Gigabrick. Ach, der ist schon finito. Der Große. Na, was wird das denn jetzt? Noch ein Gigabreak wollt ihr haben. Nichts lieber als das. Jetzt stirb endlich! Und Xenia wird Level 74 sicherlich sehr gut stehen. Ach, guck mal an. Können wir hier Hebel betätigen? Ja. Sehr schön. So, der nächste rote Gigant wird sich uns im Kampf entgegenstellen. Und man sieht es tatsächlich, diese Begegnungen sind magisch. Wenn er nicht flieht, er flieht nicht, er flieht nicht. Das heißt, Kamio, bitte tu es. Tu es wieder. Oh ja. Fantastisch. Item Assault. Jetzt wissen wir, wo wir aufbauen können, liebe Leute. Endlich. Und so kann man es auch wirklich dann wagen, ohne dass wir immer hier die Denkase aufladen müssen. Was ja auch immer vergeblich ist. So, Konano 78. Da steigt man tatsächlich immer ein Level. Greg auch. Der macht es ihm nach. Und Kami und Co. auch. Cool ist es natürlich, wenn man dann noch die Erfahrungspunkte anhebt durch den Denkase mit Kami da. Dieses Glückslos oder was auch immer das ist. Dann kriegt man natürlich gleich das Vierfache. Aber auch so ist das schon ganz schick. Veronica auf Level 80 sogar schon. Meine Fresse. Schleimkrone. Ich will ja mein Glück nicht überstrapazieren, aber wenn wir schon dabei sind. Ja. Alles klar. So geht's natürlich auch. Item Assault. Da knickt er ein, da fällt er zusammen. Da haben wir gesiegt, das ist doch fein. Nicht wahr, Kollege? Oh, okay. So geht's natürlich auch. Dann kriegt er mal einen kritischen ab. Denke, brauchen wir nicht. Gigabreak. Nee, lasst mal. Wir machen so weiter. Ach, du meine Güte. Wie hat er das denn abgewehrt? Mal gucken, ob er es ein zweites Mal schafft. Das würde mich aber sehr wundern.
Jetzt erledigen wir ihn, bevor er noch Kollegen ruft. Aber das hat er schon geschafft. Ich wollte es nicht beschwören, aber fuck. Er hat es tatsächlich gemacht. Und nochmal Gigabrick. So, das dürfte es jetzt gewesen sein, wenn er mal aufgeben würde. Jawohl. Wir wollen ja immerhin auch noch weiterkommen, ne? Ach, guck mal, Kurano gleich 79. Also muss wirklich nur gegen diese großen roten Typen kämpfen. Da wird man ja gesegnet. So, den Rest der Gegner kann man eigentlich schön außen vor lassen. Mal kurz gucken. Kommen wir jetzt hier weiter eigentlich? Ja. Scheinbar schon. Hier können wir fliegen, das ist klar. Machen wir das mal? Ich glaube ja. Okay. Auch er hat sich einen kopflosen Ritter als Gefährten dazugeholt. Und da will ich wirklich so schnell es geht den wegfegen. Bevor hier irgendwer irgendwen noch ruft, ja? Ultima Assault. Und die Angriffe werden durch unseren Levelanstieg fortwährend stärker. Das ist ja das Coole. So, und wir heben jetzt auch ab. Gucken mal, ob hier auf der Plattform irgendwas ist, was uns doch gefallen könnte. Ah, da. Guck mal. 4 Wunderfrüchte für einen schnellen Sohnzustand. Noch irgendwas? Scheinbar nicht. Hier können wir auch runtersegeln. Das machen wir aber jetzt nicht, weil wir weiter wollen. Okay. Hier kommen wir doch noch gar nicht weiter, oder? Wir müssen erst die andere Plattform irgendwie heben. Also jetzt, die Aufzeichnung des Zeitkönigs kriegen wir den... Das Zeitschwert, aber ich muss mal kurz gucken. Und hier auch noch ein Rezeptbuch. Reichsamschiel und Trickstar und sonst sowas, alles mögliche. Wirklich viele neue Rezepte, die wir kriegen. Aber hier fehlen uns tatsächlich noch die Plattformen. Die müssen wir holen, dann können wir weiter. Hä, aber es ging doch eben nicht weiter, ne? Moment, muss ich noch mal kurz gucken, sicherstellen. Oder wir müssen wahrscheinlich fliegen sonst. Hm. Ich bin leicht verwirrt. Ich würde hier schon gern weiterkommen. Vielleicht müssen wir auch zurückfliegen. Ach so. Vom äußeren Teil der ersten Etage kommen wir dahin. Sprich, wir müssen den Drachen entern und dann darunter, ganz klar. Ja. Und das machen wir jetzt auch noch. Komm. Kritischer Treffer für dich. Und dich hole ich so von deinem hohen Drachen. Ach, und da schlagen wir einfach drauf zu, dann geht das schon. Das geht ganz fix. Runter. Ach, guck mal, hier haben wir überall noch Kisten. Da funkelt auch noch was.
Und so sammeln wir auch noch dann die Gegenstände auf, die wir finden. Irgendwo muss es dann hier auch noch draußen gehen. Da müssen wir mal die Augen aufsperren. Kleine Medaille, sogar 5 Stück. Meine Fresse, da müssen wir auch mal hingehen. Als Silver Medalist kriegen wir dann auch gleich noch eine Auszeichnung. Also hier werden wir wirklich noch gesegnet. Ach, hier waren wir ja noch gar nicht gewesen, ne? Hier liegen farbige Kristalle rum. Edelsteine, die wir liebend gerne annehmen. So, darf ich jetzt hier irgendwo auch mal weiter? Ach hier, da muss ich lang. Denn der andere Bereich ist versiegelt. So, Kollegen, dich lasse ich jetzt mal links liegen, beziehungsweise eher rechts an meiner Seite stehen, denn ich möchte schnell zum Portal, das schnell alles umlegen und hier raus, denn wir haben so viele Level schon gesammelt. Das muss gesichert werden, nicht dass hier irgendwas abstürzt, das wäre ganz dramatisch. Das kann ich nicht zulassen. Deshalb rennen wir zielstrebig hier hinab. Und dort müssen wir dann in die obere Etage kommen, wo wir dann den letzten Schalter umhebeln können. Ich hoffe, wir müssen dann nicht wieder komplett zurückgehen. Das ist immer so ein bisschen lästig, ne? Dass wir immer hin und her laufen müssen auch noch. So, oder? Pff, die Drachen. Ach, die Erfahrungspunkte können sich sparen. Die Kiste nehme ich. Die nehme ich. Oh, fuck. Jetzt habe ich leider sein Ding berührt. Ich denke. Mal gucken, das ist der Drachenkönigstöter. Sehen wir mal, ob er vielleicht sehr effektiv ist bei Drachen. Na gut, ja. Schlecht war es nicht, aber auch nicht gut. Das ist ein kritischer Treffer, vielleicht besser. Hagel jetzt nochmal einen Gigabreak. Und Nesi schlägt zu. Jawohl. Und nochmal. Giga-Break. Der Troll nervt mich irgendwie ein bisschen mehr. Den gilt es schnell zu töten. Und dann lassen wir auch den Drachen folgen. Kiste nehmen wir an. Und da gibt es noch ein schönes, weißes Wässerchen. Und hier dann den Schalter, den wir noch umlegen wollten, um die Plattform richtig zu justieren. Dann haben wir den Pfad geschafft, den Pfad, der uns durch die dunkle Festung führt. Eine Plattform fehlt noch, sehen wir da. Da müssen wir wahrscheinlich dann dort auch nochmal tätig werden, aber vorher müssen wir wieder zurückkommen. Will ich am besten ohne Aggression, denn diese Drachen, die bringen mir nicht viel. Ich will nur gegen diese großen roten Riesen kämpfen. Dann bin ich glücklich. Ich glaube, da mal nochmal ein, zwei Zusatzfolgen, wo ich einfach nur dahin gehe, um gegen die zu kämpfen und mein Level ins Unermessliche zu steigern. Das wäre doch mal fein, oder nicht? Ich denke schon. So. Also gut, noch einmal hinauf. Da ist noch eine Kiste. Die sehe ich jetzt erst, die war vorher im toten Winkel. Jetzt ist sie eindeutig zu erkennen und von mir auch zu plündern.
So, ein Stein des Weisen. Da wird sich der alte Herr freuen. Den wir so einen ja schon mal gezeigt haben. Der Nalun oder was war. Also gut. Puh. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Drachen kapern und mit dem dort nach oben flattern, um dort dann den letzten Bereich des Schlosses zu passieren. Na, wo seid ihr? Da hinten. Komm her. Zwei Stück an der Zahl. Hades Knights. Jawohl. Die hauen wir doch weg. Oh ja, das werden wir tun. Schatz hier könnte ich machen. Ich warte nochmal. So, Xenias Zustand wird langsam immer schwächer, ihr Sohnzustand. Aber wer braucht denn schon Metallschleime beschwören, wenn sie einfach so kommen? Ja, die Erfahrungspunkte. Das wäre nochmal interessant, dass man den Renke macht, um mehr Erfahrung zu sammeln. Das wäre natürlich dann noch eine Bombe, wenn man dann gleich das Drei- oder Vierfache kriegt. Man kann es also noch beschleunigen. Das testen wir irgendwann nochmal. Jetzt geht es erstmal hier weiter im Geschehen und jetzt müssen wir noch die letzte Plattform aktivieren. Dann kommen wir hier auch raus. Links und rechts sind zweierlei Bereiche, die wir noch passieren müssen. Und ich glaube nicht, dass dort kein Gegner auf uns warten wird. Ich gehe erstmal hier links lang. Na gut, so ein Ritter. Da muss ich mich nicht mit rumschlagen. Ganz ehrlich, das ist die Zeit nicht wert. Ach, das wäre schon gewesen, aber auf der anderen Seite gibt es bestimmt noch einen Schatz. Oder vielleicht auch einen großgewachsenen Hünen mit einem Metallschleimkönig als Haustier dabei. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre sogar fast noch schöner als ein Schatz. Ja. So, okay, da wäre das Portal gewesen, nämlich gleich. Hier haben wir die beiden. Hier haben wir die beiden Jungs. Da lasse ich mich nicht zweimal fragen. Komm. Schatzjäger, damit wir irgendwas vielleicht noch mit den Menkes auch bitte in dem Zone-Zustand noch anfangen können. Vielleicht können wir auch was Cooles rauben von denen. Wieder ein Säckchen. Wundervoll. Ihr Denke. Komm, bevor er verblasst. Machen wir auch das noch. Ein musikalischer Hieb. Und wieder der Versuch, uns in die Knie zu zwingen. Nicht mit uns. Okay. Komm schon. Und der Fatality. Das haben wir. Die Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Und... Ah, okay, die beiden waren... Oh, schade. Das waren die beiden, auch die im Kampf standen. Ich dachte, jetzt haben wir noch zwei Kämpfe. Aber nein. Daneben so. Was macht das? Das öffnet das Siegel. Na, sieh mal einer an. Wir werden hier wirklich von
Raum zu Raum gehetzt. Sprich, wir müssen noch einmal runter. Das war gleich im ersten Stock, ne? Vielleicht gibt's ja noch einen schönen Schatz. Den möchte ich mitnehmen. Auch wenn die Folge dadurch ein wenig länger wird. Lasse länger werden. Lasse ruhig länger werden. Wir haben's ja gleich geschafft. Und klar, das ist jetzt nicht das Spannendste, nochmal durch dieses finstere Schloss zu gehen und dabei aufzupowern. Aber es lohnt sich. So. Moment, sind jetzt alle Pforten hier geöffnet oder wie? Scheinbar ja. Ach du meine Güte. Kleine Medaille. Ich wollte jetzt eigentlich nicht noch für die untere Etage noch eine neue Folge einläuten. Ah, lässig. Dass es hier so viel zu entdecken gibt, ne? So. Komm her. Du oller Prolet. Megabahn. Den werden wir mal schnell in seine grundlegenden Einzelteilchen zerlegen. Okay, das war nicht wirklich effektiv. Das sehe ich ein. Na, jetzt hör schon mal auf. Es reicht. Er ruft Kameraden. Nee, bitte nicht. Oh. Hör doch mal auf damit. Ich werde jetzt die Gegner besiegen, nochmal hinter der Tür gucken und dann gehe ich erstmal raus aus dem Schloss. Ich muss eh wieder zurückkehren, weil ich hier Metallschleim-Könige farmen möchte. Denn alles andere ist nicht wirklich sehr ertragsreich. Das lohnt sich nicht. Und scheinbar kann man hier wirklich noch mehr Schalter umlegen, noch neue Areale freischalten. Ihr seht das. Das ist wirklich eine nicht enden wollende Erfahrung, die man hier erleben kann. Das mache ich beim zweiten Besuch. Jetzt geht es mir wirklich tatsächlich darum, erstmal rauszukommen. Die Schalter sind ja umgelegt. Ich denke mal, das wird beim nächsten Mal auch alles dann schon freigeschaltet sein. Aber wir sind ja immer noch auf einem Prüfungspfad und den wollen wir auch noch zu Ende beschreiten. Und dafür müssen wir jetzt erstmal durch das nächste Portal schreiten. Wie gesagt, die Türen sind offen. Die müssen dann nur noch durchschritten werden. So. Das war's schon mal mit ihm. Komm schon. Jetzt erledige auch noch diese Blechlaube. So. Also gut zu wissen, dass wir hier wirklich noch viel ergründen können in dem Schloss. Das ist wirklich der Umfang dieses Spiels. Ich kann es nicht oft genug sagen, ist unfassbar. Also wirklich, das ist... Das weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich glaube, ich habe noch nie so ein umfangreiches JRPG gespielt. Wo es wirklich kein Ende nimmt. Gerade hier die ganze Post-Story-Geschichte ist schon ein Knaller. Klar, ist ein bisschen repetitiv, das ist nicht zu widerlegen. Man war hier schon, man hat auch das Schloss schon durchsucht und so weiter und so fort. Aber wenn man hier wirklich alles haben will, wie viele Stunden soll man spielen? So viel Lebenszeit habe ich gar nicht. Also gut, ich heile mich nochmal, weil man weiß ja nie, was noch kommt.
uns dann nicht noch irgendein Monster attackiert oder sonst was erscheint. Wir schreiten in das Portal. Und damit auch in einen weiteren Ladescreen. Und sind dann hier wieder im Zwischenraum, liebe Leute. Und dieser Zwischenraum heißt, die Folge endet. Aber bei der nächsten Folge sind wir ja wieder richtig schön dabei. Und ich hoffe, euch geht's gut bis dahin. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl und auf Wiedersehen.